Du kennst es, ich kenne es. Du weißt, du müsstest dieses oder jenes noch tun. Du müsstest mal mehr Sport machen. Du müsstest dich irgendwie mal besser ernähren oder einfach mal ein paar Kilo abnehmen. Oder diese eine Aufgabe, die du seit Wochen vor dir herschiebst, aber eigentlich ja noch erledigen musst. Das fühlt sich an, als ob ständig wie so eine dunkle Wolke über dir liegt und ständig denkst du einfach nur daran. Und die ganze Zeit verurteilst du dich dafür, dass du es einfach nicht hinbekommst, das einfach zu erledigen. Das fühlt sich doch irgendwie alles andere als toll an, oder? Aber warum schieben wir wichtige Sachen immer wieder auf? Und wie kommst du mit viel mehr Leichtigkeit und auch mehr Motivation direkt ins Handeln? Genau das möchte ich mir mit dir in diesem Video einmal anschauen. Und ich möchte auch in dieses Video direkt mit einem eigenen Beispiel von mir starten. Denn ich selber musste vor einigen Wochen Belege sortieren, habe es aber vor über Wochen aufgeschoben und mir immer wieder Ausreden gesucht, warum es denn jetzt gerade nicht geht oder warum noch jetzt gerade andere Sachen viel, viel wichtiger sind. Aber ständig hatte ich diesen Gedanken im Hinterkopf, Mensch, du musst das irgendwie noch erledigen. Bis ich mich selber auch hinterfragt habe, hey, warum mache ich das und warum passiert mir das auch immer wieder in den verschiedensten Bereichen? Genau diese Erkenntnis möchte ich mit dir jetzt teilen, damit auch du davon profitieren kannst und das in deinem Alltag anwendest. Denn das Fatale bei der ganzen Geschichte ist, dass wir uns selbst dabei werten oder sogar auch von anderen Menschen einen gewissen Stempel aufgedrückt bekommen von du bist faul, du kriegst nichts hin, du schiebst immer alles auf. Und das merke ich vor allem auch, gerade beim Thema, wenn man ein paar Kilo abnehmen möchte, ist das sehr, sehr häufig der Fall. Denn da sucht man sich immer wieder Ausreden, warum man das jetzt nicht machen kann oder warum es jetzt gerade einfach nicht passt. Und das möchte ich für dich einmal aufklären, warum dir das auch immer wieder passiert. Denn das sehe ich auch meistens sehr häufig, wenn Menschen andere Menschen beurteilen, weil sie halt nicht dem gesellschaftlichen Ideal entsprechen oder vielleicht auch nicht so vor Leistungsfähigkeit von außen strotzen. Dann werden sie einfach schnell auch in Schubladen gesteckt von der oder die ist faul, weil der ist ja dick. Der macht ja nichts. Und damit haben auch Übergewichtige immer stark zu kämpfen und versuchen das auch immer wieder zu kompensieren durch ihre Arbeit, dass sie halt viel mehr arbeiten als die anderen, um einfach zu suggerieren, hey, ich bin nicht faul. Denn was denn hier natürlich auch passieren kann, wenn man sich dem Ganzen hingibt, der Beurteilung von anderen und auch die eigene Wertung, denn sobald du das von dir glaubst, wirst du das immer wieder auch im Außen bestätigen. Denn du machst immer das, was du glaubst und wovon du überzeugt bist. Und das läuft meistens komplett unterbewusst ab und findest halt immer wieder auch Gründe, warum es gerade einfach nicht passt, sich mehr zu bewegen, die Ernährung mal umzustellen, ein paar Kilo abzunehmen. Denn du hast gerade einfach keine Zeit oder ich muss vorher noch dies oder jenes erledigen und ach, ob ich das jetzt versuche oder nicht, ich schaffe es ja eh nicht. Oder du sagst dir dann selber auch, ach naja, so schlimm ist es jetzt gerade noch nicht. Muss ich jetzt noch nicht machen. Obwohl doch vielleicht in dir dieser Wunsch doch sehr groß ist, dich einfach wieder in deiner eigenen Haut wohlzufühlen. Aber du rationalisierst das einfach weg und findest Gründe, nicht anzufangen. Die eigentliche Ursache liegt bei dir im Unterbewusstsein. Denn du fokussierst dich da meistens einfach auf den Weg dorthin oder hast einfach nur Angst. Hast vielleicht Angst zu scheitern, hast vielleicht Angst, ganz viel rein zu investieren und am Ende doch wieder genau da zu landen, wo du jetzt gerade bist. Du bist vielleicht auch unsicher, weil du nicht weißt, hey, okay, worauf soll ich denn jetzt wirklich achten? Ist eine Diät richtig? Soll ich die Sportart machen? Muss ich darauf verzichten? Soll ich Obst essen? Das sind ganz viele Unsicherheitsfaktoren, die auch dazu führen, dass du nicht ins Handeln kommst oder du auch vielleicht in dir ganz tief glaubst, dass du einfach nicht gut genug bist, um das Ganze umzusetzen. Oder dass du halt für dich sagst, hey, ich muss noch dies oder jenes wissen oder ich muss mich da noch belesen und dann kann ich anfangen, ja, irgendwie abzunehmen. Denn diese ganzen Ursachen liegen halt tief in deinem Unterbewusstsein und das sind deine limitierenden Glaubenssätze und auch Überzeugungen. Weil wenn du selber denkst, dass Abnehmen schwer ist und du musst auf alles verzichten, du musst Diät machen, du musst hungern, du musst sehr viel Sport machen und auch ganz, ganz viel Zeit investieren, oder du hast es vielleicht auch schon mehrmals versucht und denkst einfach auch, ey, ja, ich habe da jetzt so viel schon versucht, bei mir funktioniert das einfach nicht. Dann kann ich dir hier eins sagen, denn wir bekommen nie das, was wir wollen, sondern das, woran wir glauben. Und deswegen ist auch hier diese Arbeit super wichtig, auch zu identifizieren und dir bewusst zu machen,
Welche negativen Glaubenssätze führen denn dazu, dass du nicht erfolgreich abnimmst oder dass du dich immer daran hinderst, überhaupt anzufangen, den ersten Schritt zu gehen? Denn das ist meistens unterbewusst. Und das, was wir bewusst machen, ist, wir rationalisieren uns das, wir finden Gründe, warum es gerade einfach nicht passt, aufgrund von Zeit, von Familie, von Projekten, von hey, okay, nächstes Jahr ist ja auch nochmal eine gute Chance anzufangen. Denn ein ganz anderer, auch wichtiger Faktor dabei ist dein eigener Fokus. Weil fokussierst du dich eher auf den Weg zu deinem Ziel, siehst du einfach immer nur permanent die ganzen Aufgaben und Probleme dahinter. Beim Abnehmen ist es dann meistens so, boah, ich würde ja schon gern 10 Kilo abnehmen, aber der Weg dahin, der ist so ewig weit, das ist doch so weit weg, das schaffe ich doch niemals. Oder oh, ich muss ja Sport machen und wie soll ich das machen, wenn ich halt kaum Energie habe? Weil Sport kostet mich ja noch mehr Energie. Und außerdem habe ich auch keine Sportkleidung, da muss ich ja extra erst noch losfahren, um mir Sportkleidung zu kaufen. Und dann könnte ich ja vielleicht anfangen, Sport zu machen, aber dann habe ich immer noch nicht genug Energie. Oder dann, wenn das alles noch dazukommt, dann muss ich auch noch täglich kochen und ich weiß gar nicht, was ich kochen soll. Und da brauche ich dann noch viel länger beim Einkaufen und außerdem darf ich auch keine Süßigkeiten mehr essen. Ach, so schlimm ist es jetzt doch gerade nicht und nächstes Jahr kann ich immer noch anfangen. Und was du machst, ist nichts und legst dich dann wieder auf die Couch und findest dich einfach mit deiner Situation ab. Weil dieser Weg, all diese ganzen Schritte, die du anscheinend gehen musst, für dich einfach ein zu großer Aufwand sind und dir ja gar nicht bewusst ist, was du eigentlich willst und wie du dich ja eigentlich wieder fühlen möchtest. Und hier trifft halt wirklich diese ganz vielen limitierenden Glaubenssätze auf den Fokus nur auf den Weg. Limitierende Glaubenssätze von abnehme schwer, ich muss verzichten, ich muss hungern, ich muss Diät machen, das kostet ganz viel Zeit. Das alles limitiert dich überhaupt irgendwie anzufangen und dann natürlich nur, dass du die ganzen Schritte nur siehst, aber dich nicht so richtig in das Ergebnis hineinversetzen kannst. Denn ganz wichtig ist hier, den Fokus dahingehend auch zu verschieben, zu sagen, hey, wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn ich 10 Kilo abgenommen habe? Wie fühle ich mich denn eigentlich wieder, wenn ich das anziehen kann, was ich will? Wie fühle ich mich denn eigentlich, wenn ich nichts mehr im Alltag verstecken muss oder kaschieren muss oder darauf achten muss, wie mein T-Shirt gerade sitzt? Wie wird es sich anfühlen, mit mehr Leichtigkeit und Freude auch durch den Tag zu gehen und nicht permanent zu denken, ach Gott, alles ist irgendwie eine Herausforderung. Die nächsten Treppen, die ich gehen muss oder dass ich halt permanent schwitze, das ist super unangenehm. Aber wie fühlt sich das an, wenn all das nicht mehr da wäre? Wie viel besser wäre dein Leben? Wie viel mehr Lebensqualität hättest du denn eigentlich? Wie wird es für dich sein, wenn du dich selbst auch nicht mehr verurteilst? Also sagst, ach, du bist einfach nicht diszipliniert, du kannst das nicht. Was wäre, wenn du dir all das bestätigst, anhand von Erfahrungen, dass du doch alles schaffen kannst, dass du genug Disziplin hast, dass du genug Motivation hast und genug Wille, alles zu erreichen, was du möchtest und dir dadurch die Ergebnisse und auch die Erfahrung schaffst? Das ist super, super wichtig und hier scheitern schon die meisten direkt am Start. Denn es wird immer nur gesehen, was alles anscheinend gemacht werden muss, aber keiner versetzt sich so richtig in dieses Gefühl, wie sich das überhaupt anfühlt. Welche Vorteile habe ich denn davon, 10 Kilo abzunehmen? Mach dir das einfach mal bewusst und das halt wirklich mit allen Sinnen. Ja, wie fühlt sich das an? Was nehme ich von außen wahr? Was sehe ich selber in meinem Spiegelbild? Wie zufrieden werde ich denn sein? Wie viel glücklicher werde ich denn auch sein? Und so steigt halt immer mehr die Motivation, halt wirklich ins Handeln zu kommen. Und in dir steigen natürlich auch Emotionen auf von Freude, von Zuversicht und von Mut auch. Und du lässt dich nicht mehr unterkriegen von deiner eigenen Angst, vielleicht zu scheitern. Und genau das ist auch meine Aufgabe, in meinem Coaching mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, natürlich ein Bewusstsein zu schaffen für die neue Identität. Wie möchtest du aussehen? Wie möchtest du dich fühlen? Wie möchtest du denken? Wie sieht dein Leben aus mit einer neuen Identität, die 10 Kilo weniger hat? Und genauso löse ich dann natürlich auch mit dir gemeinsam deine limitierenden Glaubenssätze auf. Hey, was hält dich denn davon noch zurück, das Ganze für dich umzusetzen? Denkst du immer noch, dass Abnehmen schwer ist, weil du die Erfahrung gemacht hast? Okay, dann hast du bisher einfach nicht den richtigen Weg gefunden. Denn es geht viel, viel leichter, wenn man natürlich auch die Klarheit hat. Und genau das gebe ich ja auch mit an die Hand. Diesen roten Faden, diese komplette Klarheit von den Punkten, die am wichtigsten sind, um halt wirklich sehr
effektiv zu seinem Wunschgewicht zu kommen und damit auch deine neue Identität aufzubauen, die so viel besser ist als das, was du jetzt vielleicht gerade hast. Und wenn du für dich sagst, ja, hey, irgendwie komme ich auch nicht so richtig in den Tritt und irgendwie finde ich auch immer wieder Gründe, nicht anzufangen, aber innerlich merke ich, ich fühle mich einfach unwohl und ich würde sehr, sehr gerne etwas verändern, dann steht es dir vollkommen offen, mit mir einfach mal in den Austausch zu gehen. Den Link zu meiner Webseite findest du unten einmal in der Beschreibung. Da kannst du dich gerne einfach mal eintragen für ein persönliches Gespräch mit mir. Das ist auch komplett kostenlos. Wir tauschen uns mal aus. Und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen mehr Bewusstsein schenken, wie vielleicht deine neue Identität aussehen soll. Da kann ich dir dabei natürlich auch helfen. Und wir können auch gucken, was hält dich denn gerade noch davon zurück, überhaupt anzufangen. Dann freue ich mich natürlich auf deinen Austausch. Bin gespannt auf deine Situation, auf deine Story. Und dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns natürlich wieder im nächsten Video. Mach's gut!